So, wie kriegen wir das nun hin mit unseren Kindern, in unseren Mustern, in unseren Häusern? Ja? Wir können ja nicht immer die schwierigen Kinder mal kurz für eine Weile woanders hingeben. Ich will dir einfach die Augen dafür öffnen, dass die Kinder, die konstant so einfach sind, häufig eine große Bürde tragen, und zwar die des Ausgleichens für die Lautstarken und Schwierigen. Schauen Sie sich mal in Ihrem Familien-, in Ihrem Bekanntenkreis um. Ihnen wird das auffallen, dass immer dort, wo es lautstarke, schwierige Kinder gibt, gibt es auch die extrem angepassten, guten, überraschenderweise in den gleichen Familien, überraschenderweise gerade nur eine Geburtsstufe drüber oder drunter. Ja? Diese Kinder haben viel, viel, viel zu leisten. Und Sie als Eltern, bitte stecken Sie sie nicht in die Schublade der Vorführkinder. Geben Sie ihnen die Chance, spätestens in der Pubertät auszubrechen, ohne dass sie überrascht sind und sagen, was ist nun mit meiner Tochter los? Die war doch immer so wunderbar. Zum Glück erlaubt sie sich mal, ein anderes Puzzlestück zu sein. Sie war immer ausgleichend, sie war immer angepasst, nicht wunderbar. Und sie selber würde diese Zeit auch nicht so beschreiben. Die meisten, die ich kenne, die in ihrer Kindheit so wunderbar angepasst waren, sind später bei Leuten wie mir in Beratung, um das aufzuarbeiten, dass sie nämlich immer das Gefühl hatten, dass die Geschwister so viel mehr geliebt wurden als sie. Dass sie immer im Schatten standen und die anderen ständig im Fokus waren. Das tut weh. Deshalb bitte, ihr lieben Eltern, bestätigt sie nicht in diesem Bild. Bestätigt nicht den Symptomträger in seinem, ja, ich habe ein schwieriges Kind. Genauso wie bestätigt nicht den Vorführknaben oder das Vorführmädchen, indem ihr sie als das betitelt. Nennt sie mit Namen und erlaubt ihnen zu sein, wer sie sind, in dem Bereich. Und sagt ihnen ruhig manchmal abends, weißt du was, Schatz, wenn du mal nicht mehr nur Einsen in der Schule schreiben willst, ist das komplett okay für mich.